Hallo Freunde und willkommen zu einer Runde LOL. Heute mal mit mir. Und ich dachte, wir spielen einfach mal eine Runde. Botlane wollte ich machen, genau. Und das war, hab ich vergessen. Also völlig raus hier. Aber gut. Ja, komm bitte doch um Hilfe, mir egal. Ich muss auch dazu sagen, ich bin absoluter Neuling, was League of Legends betrifft. Kurz, lol. Jetzt hör auf hier rum zu spammen. Ich helfe dir nicht, ich kann es alleine machen. Scheiße. Ja, ihr seht, ich bin auf der Botlane. Also Bot, Bottom. Für alle, die es nicht wissen. Und gucken wir mal, ob wir den Gegnern jetzt den Arsch versohlen oder ob wir die Jacke voll kriegen. Das werden wir sehen. Ich werde mich hier mal verstecken und warten, dass hier irgendwo so ein Gegner-Tier kommt. So, und dann den Erstschlag vorbereiten. Wir werden sehen. Was haben wir denn hier schön mit? Zusätzlicher magischer Schaden. Gucken, ob wir die Runde. Mann, ey, ernsthaft. Warum? Müssen da jetzt alle hin oder was? Jax, Noob. Ich bin nicht Jax. Ja, egal. Soll ich meine Deckung hier verlassen, weißt du? Jetzt gehen wir hier auf den Sack. Unglaublich. Unglaublich. Kill den noch alleine, weißt du? Wenn du das nicht kannst, dann lass es. Bei uns scheint irgendwie gar kein gegnerischer Spieler zu sein. Das soll mich jetzt nicht stören. Wir sind zu zweit, also sieht es, glaube ich, ganz gut für uns aus. Wir warten mal, bis die Vasallen bei uns jetzt hier vorbeigelaufen sind. Und dann werden wir ja sehen, wohin das Ganze führt. Okay. So. Machen wir die hier halt so weg. So. Und dann können wir uns schon direkt auf den Turm stürzen, weil wie es aussieht, sind hier gerade echt keine Gegner. Das ist angenehm. Allerdings nicht, wenn sie mich verhauen. So, gehen wir uns wieder vom Acker und dann lassen wir die Gegner sich auf die stürzen. Dann dackeln wir hier so rum. So. Oh, da kommt einer. Oh, verdammt. Jetzt hat er mich gesehen. Das geht ja mal gar nicht. Sag mal, kriegst du noch gleich einen mit, mein Freund. Ah, guck mal her. Einen habe ich. Oh, da war der Turm. Das sollte jetzt nicht so passieren. Ach, der hat sich blau geholt, der Kollege. Ja, ist das Blut. So, unsere Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich noch nicht unbedingt die beste. Hätte sich ruhig mal treffen lassen können, mein Freund. Guck mal, wie er denkt, dass er kommen kann. Tschüss. Hier, kriegst du noch gleich einen mit. Ich muss auch sagen, League of Legends ist jetzt kein Spiel, wo ich mich besonders auf die Kamera konzentrieren kann. Deshalb tut es mir sehr leid, wenn ich jetzt nicht mit der Webcam interagiere. Guck mal, jetzt holen wir dich. Jetzt holen wir dich. Nein, och man, dieser scheiß Turm, ja. Oha, Gut, wir können. Nö, eigentlich will ich noch nicht zurück. Ja, okay. Wenn er uns jetzt erwischt, dann ist natürlich ein bisschen scheiße. Deswegen machen wir uns mal lieber vom Acker. Und nutzen die Chance. Ich meine, lieber so, als wenn wir jetzt gekillt werden. Das wäre nicht so geil. Auch wenn wir uns jetzt noch nicht wirklich unsere Stiefel leisten können. Das ist sehr schade. Das ist wirklich sehr schade. Aber ist nicht so schlimm. Ich denke mal, unser Kollege hier wird auch ein paar Sekunden ohne uns auskommen. Gut, wie wir sehen, also bis jetzt sieht es ganz gut aus für uns. Wir haben einen da unten auf der Lane als Gegner. Gucken, wie sich unsere anderen Teamkameraden schlagen. Das Problem ist ja immer, man kann noch so gut seine Lane halten und so, sobald die aber einer anderen abkacken, ist vorbei. Also es müssen schon alle irgendwie am gleichen Strang ziehen und vor allem, wenn man zu zweit ist in einer Lane, dann sollte man schon auch als Team zusammenarbeiten. Aber gut, da schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin halt noch relativ unerfahren. Ja toll, jetzt habe ich mein Gold fast zusammen für die Stiefel. Am Arsch. Und ihr seht auch am Spielernamen, das ist mein alter Gaming-Name.
von damals noch, aus Grand Fantasia Zeiten. Ja, damals. Nein, auch warum geht denn der scheiß Turm immer auf mich? Das gibt's doch nicht. So, jetzt. Tschüss. Und wieder geht der Turm. Nein, oh, jetzt hat mich dieser scheiß Turm erwischt. Ich glaub's nicht. Na gut, holen wir uns noch ein paar Gegenstände, nutzen wir die Chance einfach mal. Von einem Turm getötet, ich glaub's ja nicht. Aber gut. Dann werden wir wieder zurück. Das ist echt noobig. Und ärgerlich ist das auch. Naja, gut, was soll's. Was ist denn da los? Ja. Was ist denn das für ein Sumpel? Nee, für ein Flabber. Okay. Nehme ich mal so kommentarlos hin. Ich kenne noch nicht alle Helden. Six habe ich jetzt die letzten Male ziemlich oft gespielt und habe auch die besten Erfahrungen mit, bisher mit ihm gemacht. In der letzten Runde mit DJ Ali zusammen haben wir zwar auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, haben wir gewonnen oder haben wir verloren? Auf jeden Fall. Oh oh. Auf jeden Fall hatte ich einen ziemlich interessanten Gegner. Das war schon mal ein Satz mit X. Zack. So. Können wir uns wieder auf den Turm stürzen. Geben ihm noch einmal einen mit. Und wieder geht der Turm auf mich. Warum? Heißt den inneren Magneten oder was? Oder stehe ich zu weit vorne? Ich peile das gerade überhaupt nicht. Maximum verwirrt. Ja, los, los. So, holen wir die alle weg hier. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt, je nachdem wie die Runde jetzt hier ausgeht. Ich meine, wenn ich sie verliere, dann wäre es natürlich, glaube ich, keine gute Werbung. Nein, ich habe verfehlt. Warum? Hallo, wir sind zu zweit. Dann greife ihn nochmal an hier. Oh, okay. Wir sind auch zu zweit. Ich gebe ihm trotzdem immer noch einen mit. Wo ist er hin? Nicht. Wo ist er? Aua. Der gefällt mir, der ist lustig. Zack, weg ist er. Da haben wir einen guten Spieler an unserer Seite. Guck mal, wenn wir den hier hinten noch erwischen, dann wäre das natürlich von Vorteil. Sieht aber mau aus. Der ist weg. Schade. Wäre lustig geworden. Aber warum schießt der denn auf mich? Ich kann da auch nichts dafür. So. Schnappen wir uns noch den letzten und dann können wir wieder aufs Türmchen hauen. Oder auch nicht, da ja schon die nächsten Minions kommen. Verdammt. Los. Die Anfangsrunden sind auch mal so extrem einschläfernd, ey. Unglaublich. So, jetzt aber. Auf dem Turm hier. Ja, ja. Theoretisch können wir gleich mal zurück und uns was Neues holen. So gegenständemäßig. Da kommt er nämlich schon wieder an hier. Freut sich, dass er das kann, ja. Oh, ich bin schneller als du. Ich versteck mich aber im hohen Gras. Guck mal hier. Oh, jetzt ist er langsamer und in den Turm reingerannt. Komm her. Komm her. Komm fein, komm spielen. Komm fein, komm. Na denn nicht. Gut, dann gehen wir zurück. Können wir uns auch schon was kaufen? Den Kelch. Sehr gut. Immerhin, ist ein Anfang. Das ist schon mal ein Anfang. Nee. So, machen wir das. Dann können wir uns dann bald das nächste holen. Was for me, retard, bla 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 bla. Was die labern, Alter. Manchmal im Chat, also was der rumflamen, ist ja unglaublich. Und ich hoffe mal, dass diese Aufnahme jetzt diesmal hält. In der letzten Folge war das ein bisschen so. Da hat mein werter Herr Übermieter angefangen zu bohren. Und dann ist mir zusätzlich noch das Spiel abgerauscht, hat sich minimiert.
Dann war die Aufnahme natürlich futsch und ich habe das nicht gecheckt, dass die Aufnahme halt aufgehört hatte. War halt ein bisschen sehr fragwürdig. Aber gut, wir gucken mal weiter. Ob es denn jetzt diese Runde besser läuft, auch vom Spielstand. Wir sind in der letzten Runde nämlich auch ganz schön oft gestorben, die haben uns ganz schön abgezogen. Naja, was soll's. It's just the game. Und... Na komm her hier. Komm mal her. Komm her, Papa hat da was für dich. Papa hat da was für dich. Ah, wieder verfehlt. Ist ja nicht. Na, lauf mal schön da rein. Guck mal hier, ich habe noch mehr für dich. Was ich ja an Six so mag. Mann, wieder geht der Turm auf mich. Sag mal, was soll das denn? Das ist scheiße. Ich kann so nicht arbeiten. Thanks. Das ist ärgerlich. Jedes Mal geht der Turm auf mich. Warum? Das war sonst auch nie so. Da renne ich zu weit vor. Sehr mysteriös, wenn ihr mich fragt. Guck mal hier. So. Da brauchen wir eigentlich gar nicht weiter vor. Tschüss. Tschüss hat mir auch gefallen. Tschüss. Tschüss, wollte ich eigentlich sagen. Aber Cis ist auch okay, denke ich mal. So, dann können wir jetzt weiter auf den Turm. Gucken, ob er uns diesmal in Ruhe lässt. Das wäre sehr nett. Es wäre. Man, das ist schon wieder Lava, ist so unglaublich. Liegt vielleicht an der Uhrzeit. Oh, da habe ich gepennt. So. Ja. Mal gucken hier. Und vielleicht, also falls ihr weiterhin LOL sehen wollt, dann, wie gesagt, könnt ihr das in den Kommentare schreiben. Schnappe ich mir auch den DJ Aldi, der ist ein bisschen erfahrener in dem Spiel, was das Ganze so angeht. Im Gegensatz zu mir. Dann ist das Ganze auch nochmal ein bisschen lustiger als alleine. Es ist immer schwierig, hier überhaupt was zu erzählen, weißt du? So, aber das ist auch wieder die Herausforderung. Also irgendwie muss das schon so sein, ne? Jetzt verfolgt er mich wieder. Guck mal hier. Nein. Oh, oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. So. Lauf, mein Freund, lauf. Und schnell weg. Da kommt unser Kollege, das ist schon mal sehr gut. Ja, machen wir hier schön weiter. Haben schon mal ein bisschen gute Vorarbeit geleistet. Zu zweit macht das jedenfalls gut Spaß. So, jetzt brauchen wir nochmal 900 Tacken und dann können wir uns hier den Kelch holen und dann sind unsere Sorgen schon mal ein paar weniger. Ist ja am Anfang bei mir, also weiß nicht, ich finde das immer doof, dass er Six am Anfang so wenig Mana hat. Das war ein bisschen doof. Und ich muss mir auch angewöhnen, öfter mal meinen Ulti zu benutzen. Ich heb mir den immer auf, weil ich denke so, Ulti raushauen, dann lange Abklingzeit, aber nicht bei Six, der kann den ja raushauen am laufenden Band. Ja, und ich werde auch gucken, dass ich euch vielleicht mal auch mal ein paar andere Helden vorstelle, nicht immer die gleichen. Oh. Fire in the hole. So. Weg ist sie. Weg sind sie, die ganzen Kollegen. Und dann haben wir hier quasi freie Bahn. Ich weiß nicht, was unsere Kollegen hier gerade machen. So. Und dann machen wir uns hier weiter vorwärts. Mit unseren Minions. Oder auch nicht. Mal, jetzt kommen die anderen wieder. Aber die Runde läuft ganz gut eigentlich so. Also ich spiele. Weiß nicht, ich habe jetzt hier keine wirklichen Gegner gerade. Die räumen da oben anscheinend mächtig auf.
Der bittet um Hilfe, weil ich... nö, ich komme nicht. Ich mach den Scheiß alleine. Ich mache jetzt hier einen auf Ego, ganz ernsthaft. Und da zusehen. Ich ziehe mein Ding durch und dann passt das so. So, dann können wir uns hier um den Turm kümmern. Und vielleicht schaffen wir den jetzt auch mal. Ohne Unterbrechungen, weil die sind ja da unten alle völlig beschäftigt. In der Zeit können wir dann hier schön, zack, den Turm killen. Da ich natürlich wieder nicht genug Mana, um mein Ulti rauszuhauen. Na gut. Zack. Also die scheinen da auf jeden Fall gut beschäftigt zu sein. Haben die Gegner überhaupt schon mal einen Kill gemacht, außer jetzt bei mir? Ich glaube ja schon fast gar nicht. So. Scheiß Turm, wir sollen mich wirklich in Ruhe lassen. Oh, oh, fuck. Jetzt habe ich die Arschkarte natürlich, da komme ich nicht mehr so schnell raus. Oder doch. Das ist ein ganz cooler Trick eigentlich so. Aber ein bisschen ärgern können man ja trotzdem. Ja, hätte die Bombe erstmal vorbeigekullert. Ich glaub's ja nicht. Aber ist egal, wir haben eh genug Kohle zusammen. Zack. Bloß nicht von dem erwischen lassen. So, ah, da hätte ich noch draufhalten können. Ich komm zurück. So, haben wir nochmal ein bisschen mitgeholfen. Obwohl, ich glaube, der hätte den auch alleine geschafft. Das ist ja nicht so das Problem für den. Ja, sah ja ganz gut aus. So, zack. Was soll man nehmen? Als nächstes nehmen wir mal die Mütze. Hab mir ja mal so ein bisschen beraten lassen, so, was ich nehmen soll. Normalerweise hätte ich jetzt den Fluch des Lichs genommen. Weil der war eigentlich ganz gut, hier ein bisschen Mana, Lauftempo, Fähigkeitsstärke und so weiter. Und dann wurde mir aber gesagt, ich soll den Hut nehmen, weil 120 Fähigkeitsstärke und so ist ganz cool. Und danach das Stundenglas und dann... Danach weiß ich nicht weiter, danach hätte ich wahrscheinlich wieder den Fluch des Lichs genommen. Je nachdem, was so offen ist, schauen wir mal. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich sehen, wie diese Runde für uns ausgeht. Also bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, wir ziehen hier ja ordentlich ab. Die haben ja mal so gar keine Schnitte gegen uns. Allerdings hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Kills gemacht als zwei. Und noch lieber hätte ich mich am Anfang nicht vor diesem scheiß Turm killen lassen, weil so eine saubere Statistik mit 0 Deaths ist schon angenehm. So. Oh, es ist ein Gegner. Okay. Gehen wir ruhig mal noch einen mit. Oh oh. Weg, 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 weg. Fuck, das ging ein bisschen schief. Aber ist alles kein Problem. Noch ein Ulti raus. So. Sie. Schön danke sein, dass er uns so schön den Arsch gerettet hat, obwohl Hit and Run eigentlich ganz gut war. Das hat schon gut geholfen. Ich denke mal, wir hätten den noch so platt gekriegt. Man munkelt doch. Wie gesagt, ich bin kein sehr erfahrener LoL-Spieler. Jeder fängt mal klein an und ich fange sehr klein an. So klein mit Hut. So, dann können wir unseren Ulti gleich nochmal ein bisschen hochleveln. Und dann können wir uns jetzt hier mal... Das kam nicht von uns, oder? Na, schauen wir mal. Oh, Gegner. Okay. Ja, das bringt nichts. Okay, gut, dann sind wir halt gekillt worden. Ist mir auch egal, verdammt. Leck mich doch am Arsch, ey. Scheißen Dreck hier. Ja, das bringt das hier noch nicht so viel. Gott, hier waren wir. Haben wir nein, oh, hier. Hütchen brauchen wir. Brauchen wir nochmal 1,6 und dann 2,4,4. Ah, schauen wir mal.
Markieren wir den Kollegen hier mal, weil der geht mir tierisch auf den Sack. Und ja, ist eigentlich alles ganz chillig hier oben und die rennen da hin. Innerer Turm. Ja, schön hier. Achso, jetzt seid ihr alle da oben. Ich würde sagen, ich stoße mal zu den anderen, weil unsere Lane ist erstmal sicher. Dann können sie ja hier gerne pushen, wenn sie wollen. Wir machen uns auf den Weg, weil Mitte sieht eigentlich ganz safe aus. Und oben links stoßen sie durch, wobei es jetzt eigentlich egal ist, ob man oben links oder unten. So. Eigentlich wollte ich nach oben links zu den anderen, aber gut. Schauen wir mal. Oh, den schaffe ich ja, der macht ja. Der hält ja mal null aus. Tschüss. Der konnte ja mal gar nichts. Was war denn da los? Also, nicht nur, dass er nichts konnte, der konnte mal so gar nichts, nichts. Ich meine, es ist angenehm so, wenn es einen Spieler gibt, der schlechter ist als ich. Wobei ich mich schon wirklich zu den schlechten Spielern zähle, da ich halt nur Neuling bin. Aber gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Oh, da oben treten sie einen Rückzug an. Papa kommt. Oh, haben sie ihn gekillt? Nee. Oder ist er weg? Ja, sieht ganz gut aus eigentlich. Nö. Hä? Jetzt sind sie alle unten in der Base. Ja, ich helfe mal ein bisschen mit. Runde vorbei. Cool. Tja, so viel dazu. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.